Joho, Freunde des Lebens. Willkommen zurück zu Let's Play Fantasy Life. Oh, ich mag die Musik hier oben auf dem Berg total. Das ist echt schön. Und was macht der Bulle da? Was willst du? Wir sollten doch aber auch noch zum Haus des gekrönten Ritters gehen, nicht wahr? Oh, es wird schon langsam dunkel. So lange stand ich hier rum. Ich habe doch nur kurz einen Soundcheck gemacht. Hallihallo! Ah, ich habe euch beide schon erwartet, seitdem ich euch auf den Berg gehen hörte. Ich sehe vielleicht alt aus, aber meine Ohren sind feiner als das feinste Garn aus Riveria. Du hast wirklich unsere Schritte gehört? Das ist so toll. Das war nur ein Scherz, natürlich konnte ich euch nicht hören. Wie kann dieser alte Mann Lauras jungen Freunden behilflich sein, hm? Wir hatten bisher keine Gelegenheit, uns richtig zu unterhalten, deshalb sind wir vorbeigekommen. Oho! Du bist ein ganz schön mutiger Schmetterling, wenn du einfach so einen alten Mann besuchst. Spielen wir ein Spiel. Wie wär's mit Ringelpiez mit altem Mann? Ah, nein, da werde ich ja zum Drehwurm. Wurm ist das richtige Stichwort. Oh, keine Panik, kleiner Schmetterling. Das war doch nur ein Scherz. Sieht so aus, als würde ich mich langweilen, aber ich habe viel zu tun. Ich habe sehr viele Hobbys. Hier sieht es aus wie in Lauras Zimmer mit all den Sachen, die kunterbunt verstreut sind. Gott, er trägt nur eine Windel. Er trägt nur eine Windel! Er trägt nur eine Windel! Oh, das stimmt. Sie ist ja immerhin meine Tochter. Was? Das ist ein großes Geheimnis. Wieso erzählst du uns das? Sie sollte das zuerst erfahren. Nur ein Scherz. Sind alle Schmetterlinge so leichtgläubig? Wir haben aber viel gemeinsam. Wie Laura habe auch ich viele verschiedene Interessen. Schürfen, Holzfällen, Schneidern, Kochen, Alchemie, Schreinerei, Schmieden, kann ich alles. Ich kann sogar mit Flugzeugen umgehen und die Zukunft voraussagen, aber sie erlauben es nicht. Okay, wo wir gerade beim Thema sind, ich habe gehört, dass etwas mit Lunaris nicht stimmt. Die Einwohner Riverias haben das Licht von Lunaris oft als gutes Omen angesehen. Ich habe es jahrelang beobachtet, also bemerkte ich selbst die kleinste Änderung. Also, was heißt das alles? Etwas Furchtbares steht uns bevor. Moment mal, das ist wieder ein Scherz, oder? Diesmal legst du mich nicht... Nee, diesmal legst du mich nicht rein. Ich habe schon wieder deine Stimme nachgemacht. Haha, ich bin ein vielseitiger Schmetterling und kann die Stimme anderer Leute imitieren. Nein, diesmal ist es mein voller Ernst und hör auf, mich nachzumachen. Wir sind alle in großer Gefahr. Ich habe etwas von Lunaris fallen sehen. Ich habe so etwas in all meinen Jahren noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was geschehen wird, aber ihr zwei solltet vorsichtig sein. Das werden wir. Oder, hier, nimm das mal. Du redest ja nie. Wer bist denn überhaupt? Und warum stehst du hier rum? Der Schmetterling ist die Hauptperson. Boah, cool, ein Umhang. Ein Glücksbringer, der uns beschützen soll? Ich fürchte nicht. Ich habe es für mich gekauft, aber es hat nicht gepasst. Ich würde euch nicht mit leeren Händen gehen lassen, nachdem ihr so weit gekommen seid. Ich habe einen kleinen Laden hier, eines meiner Hobbys. Wenn ihr eure Gulden verschleudern wollt, wieso macht ihr das nicht hier? Alter, er trägt nur eine Windel. Er ist normal. Ja, ganz normal. Oh, Mann. Wir sind wieder mit ihr hier. Okay, dann können wir einkaufen gehen. Ich bin der König aller Leben. Ich habe sie alle gelebt. Man nennt mich gekrönter König. Willkommen, willkommen, kleiner Grünschnabel. In meinem besten Leben war ich ein legendärer Paladin, bewundert von allen Kindern im Land. Wie findest du die Waffen und Items aus den früheren Tagen meiner Karriere? Nicht schlecht, was? Zieh dich in aller Ruhe um und sag mir Bescheid, wenn du etwas siehst, das dich interessiert. Okay. Bessere Schwerter. Das ist aber kein... Doch, das sind Langschwerter. Das ist doch... Du besitzt nicht die erforderliche Fähigkeit und dieses Anti... Aber... Ach so, wir haben Großschwert, ne? Wir sind Großschwertträger. Die Klamotten wären nicht schlecht. Oh, Paladin-Ausrüstung. Oh, die gibt's nur für Männer? Kann im momentanen Leben nicht angewandt werden. Das ist nur für Paladine halt. Das ist gemein. Warum kann das nur Paladine tragen? Das sieht voll schick aus. Das ist so eine lahme Eisenrüstung hier, Mann. Echt. Ey, das ist voll gemein. Aber würde unseren Verteidigungswert schon extrem erhöhen. Wir würden nicht mehr so pupu aussehen. Naja, gucken wir mal.
Schauen wir mal einfach. Keine falsche Schallgrünschnabe kaufen, kaufen und nochmals kaufen. Erstmal nicht. Du gehst, nicht wahr? Komm mal wieder zurück, hörst du? Das war komisch. Was? Was? Ich habe mich da hingekniet und dann hat... Ich... auch jetzt eine Therapie. So, dann gehen wir doch noch mal ein bisschen hier nach oben. Schauen, was wir da alles so finden. Wie sieht denn das überhaupt aus hier mit unseren Ausrüstungsgegenständen? So, das wäre dann halt quasi der Umhang. Das ist eigentlich schon ganz cool, ne? So ein Umhang. Also müssen wir allerdings eigentlich einen Topf auf dem Kopf tragen, weil es voll süß aussehen würde, aber bringt uns halt nicht so viel. Wir würden halt echt cooler aussehen, wenn wir unsere Söldnerklamotten hatten. Wir sind ja schließlich kein Söldner, wir sind halt nun mal... wir sind ja schließlich kein Paladin, wir sind nun mal Söldner, da können wir die Paladin-Klamotten natürlich auch nicht anziehen. Das sieht komisch aus. Jetzt habe ich mir eigentlich extra die Duellantenkluft geholt und dann ist die genauso gut wie das da. Das ist doch Kacke! Ich will mal was Cooles. Mann. Sehen die dazu gut aus? Nein, sehen sie nicht. Wir gucken uns jetzt erstmal um und schauen, ob wir noch irgendwas... Alter, der Umhang ist super cool. Ob wir irgendwas Teures finden, das wir verkaufen können vielleicht. Noch so ein paar seltene Erze. Diamanten. Und Gold. Und Edelsteine. Schatz. Und überhaupt. Kann ich es ja gar nicht. Ich hätte ja gar keine Ansprüche. Das ist ja furchtbar hier. War hier nicht auch irgendwie eine Truhe? Sieht man so schlecht, ne? Neben diesem Spiel sind ein paar Sachen versteckt an Orten, an denen man gar nicht sehen kann, was eigentlich da ist. Das ist anstrengend. Da ist zum Beispiel jetzt eine Schatztruhe gewesen. Da gehe ich jetzt aber nicht nochmal zurück. Erstmal umgucken. Der Kaschmir ist am Schlafen. Vielleicht kaufe ich mir ja doch, shiny. Vielleicht... Wow. Der böse Affe. Hey, guck mal, da liegt ja noch der Loot vom letzten Mal. Vielleicht kaufe ich mir ja doch die coolen Klamotten. Aua, volles Gesicht. Eins, zwei, drei. Wunderbar. Diesmal hat es geklappt. So. Nein, nein, nicht die Kiste angreifen. Haueraffe. Das klingt auch wie so böse, böse. Der böse, böse Haueraffe kommt und hauert dich. Das liegt daran, dass er so große Hauer hat, nicht wahr? Wir geben das jetzt gerade erstmal ab, weil Geld können wir gebrauchen. Weil wir wären dann quasi die Hälfte unserer Besitztümer los, wenn wir uns diese Sachen kaufen würden. Deswegen bin ich da noch gerade echt sehr am Überlegen, ob wir ja nicht bald schon in dem Bereich wären, uns selber Sachen herstellen zu können. Wobei wir ganz schön viel zu tun hätten, wenn wir jetzt halt auch noch Schmied werden würden. Ne? Also wir hätten... Oh, Mann. Nein! Jetzt die blöden... Nein, Mann! Es macht mich aggressiv! Erst drücken, wenn da A steht. Hallo? Jetzt. Da steht nicht A. Die macht das einfach so. Alles klar. Okay, ja. Einen Superhammer? Was ist ein Superhammer? Das ist ja super. Okay, cool. Wofür brauche ich den? Wofür braucht man den Hammer? Starker Reißzahn. Da muss ich jetzt nachlesen, das steht da bestimmt. Cool, wir haben einen Superhammer bekommen. Was kann der? Wozu braucht man nochmal einen Hammer? Oh Gott, ich kann mich nicht mehr erinnern, für welches Schmieden. Ah, Schmieden, da steht Schmieden. Alter, das wäre richtig gut für uns, wenn wir Schmied wären. Ist das ein Zeichen des Spiels, dass wir uns als nächstes der Schmiederei widmen sollten, Leute? Ist das ein Zeichen? Ist das ein Zeichen des Himmels? Sollen wir werden? Wie die Schmiede? Ah, es ist dunkel. Schön. Mäh, gute Nacht. Ich habe schon wieder die Kiste ignoriert. Hm, schlimm, schlimm. Okay, wir haben mit dem Opa hier geredet. Der hat uns gesagt, dass mit Lunaris irgendwas Böses bevorsteht. Dieses Denkmal hat der gekrönte Ritter geschaffen, um die Meisterung jedes einzelnen Lebens zu ehren. Grüße, edle Reisende. Vielleicht sucht ihr in eurem Leben nach Orientierung. Da ich jedes einzelne Leben gemeistert habe, kann ich euch diese Weisheit unterbreiten. Was auch immer passiert, genießt euer Leben und lasst euch nicht einschränken. Vermaledeit nochmal! Der gekrönte Ritter. Hohenstein, Stein. Hohenstein, Stein. In Hohenstein, Stein. Was ist ein Hohenstein, Stein? Ja, da hat er aber durchaus recht. Irgendwas Besonderes? Nein. Pilze.
Schön. Lecker. Bergpilze kochen würde ich halt auch so gerne. Aber dann machen wir wohl als nächstes Schmieden, wenn wir schon diesen tollen Hammer bekommen haben. Und hier geht es zur Schneespitze. Da möchte ich auch mal hoch. Auf den Gipfel! Oh, Häschen! Oh, es hat Angst vor uns. Brauchst du keine Angst haben, kleines Häschen. Sondern ich hole wieder aus Versehen das Schwert raus. Naja, da richtig, da war ja auch noch ein Haus. Da können wir auch nochmal hingehen. Was bist du denn? Bist du eine Eisqualle? Cool. Ich sag mal nicht aggressiv. Die quaddelt da nur in der Luft rum. Alles klar. Aber auf Schmied hätte ich auch echt Bock. Schneidern fand ich immer ziemlich cool. Schmieden auch. Achso, die haben sich hier niedergelassen. Ja, kann ich dann... Was ist denn die königliche Berghütte? Kann ich mich doch mal dazugesellen hier? Ach, schön ist das hier. Mein Gott. Ach, hier kann ich wahrscheinlich schlafen bis zum nächsten Tag. Hier, dann machen wir das mal. Dann ruhen wir mal hier aus. Oh mein Gott, ist das eine schöne Berghütte. Das kann ich absolut nachempfinden, dass man hier mal Urlaub macht. Da ist eine kleine Küche. Und oh, direkt am Kamin. Oh, guck mal, da sind das Weihnachtsdeko. Ich schätze mal, die königliche Familie macht hier mal ihren Weihnachtsausflug hin oder sowas. In die königliche Berghütte. Da kann ich speichern. Da kann ich auch noch... ach nee, ich konnte gar nicht durch die Nacht schlafen. Schade, ich dachte, ich hätte durch die Nacht schlafen können. Geht's hier noch hin? So richtig umgeguckt habe ich mich an dem Abend ja nicht, als ich hier den Dösdrachen retten musste. Boah, das ist ein böses Hundi. Du bist ein böses Hundi, du bist ein Leopardi. Oh, okay. Das macht Schaden. Mona, können nicht da durch? Wieso können wir nicht hier durch? Wow, okay. Ach, wir müssen den besiegen. Ich glaube, da war was. Soll ich das hier benutzen? Genau, das verbessert jetzt nämlich meine Fähigkeiten. Okay, Moment, er greift mal kurz an. Okay. Eins, zwei, drei. Wow, Alter. Ich esse nur mein Fleisch. Oh, Gottes Willen. Au. Schnell weg. Wow. Es war ein starker Gegner. Genau. Ich erinnere mich daran, man kam hier nur durch, wenn man das hier... Ja, das ist bestimmt auch eine böse, extrem krasse Eule. Sag ich ja. Oh Gott, nicht sie weg hier. Oh Gott, sind die Gegner hier stark. Alter, was für eine starke Eule. Alter, so eine krasse Eule, Mann. Ey, wie die abgeht. Hallo, Döder, Nomadenhändler. Knuffigen Abendreisende, willkommen in der Region. Möchtest du meine knuffigen Waren sehen? Okay, cool. Ich kann mich an dich gar nicht mehr erinnern. Ganz Elite-Tränke. Eistintenfisch? Okay, cool. Platinerz, Tannenscheite kann ich hier kaufen. Oh, wow, teure Klamotten. Was bringen die mir? Wasserelement. Ach so, das sind Magierklamotten. Die bringen mir ja dann nicht sonderlich viel. Kann ich dir knuffigerweise sonst noch irgendwie behilflich sein? Nein, danke. Danke fürs Vorbeikommen und so, ne? Wow, wir sind dafür fast von einem Panther erledigt worden. Ja, so knapp war das noch nie. An die Sachen komme ich immer noch nicht. Nee, ne? Ja, aber das war mir klar. Okay, das ist aber ein süßes Iglu. Das ist echt ein süßes Iglu. Iglu für Reisende im Bau. Jetzt muss nur noch die Tür herausgesägt werden. Oh, da unten ist bestimmt das Böse. Ich glaube, wir sind zu schwach hierfür und sollten gehen. Wir müssen erstmal wesentlich stärker werden, um das hier meistern zu können. Oh, die Eisqualle ist eingeschlafen. Das finde ich aber ziemlich krass, dass das Spiel uns quasi mit dem Dösdrachen hierher lockt. Und dann sind wir quasi zu schwach, um das hier überhaupt überstehen zu können. Das ist schon heftig. Okay, dann müssen wir uns erstmal mit den einfachen, kleinen, normalen Dingen des Lebens, wortwörtlich, Leben, wisst ihr, wegen
Fantasy Life. Ja, begnügen. Okay, wir haben einige Aufträge von Flatterling erledigt. Wir haben uns nochmal mit dem gekrönten König unterhalten, der halt alle Leben schon gemeistert hat und ein bisschen irre ist. Dann ist unsere liebe Freundin Laura jetzt ab und zu mit uns auf Abenteuertour. Das ist auch schön. Auch wenn ich finde, dass das in diesem Kleid nicht ganz vorteilhaft ist. Und wir haben erfahren, dass um Lunaris so ein großes Geheimnis gemacht wird, weil es sich wahrscheinlich um das Ende der Welt handelt oder so. Deshalb, hallo, Raueraffe. Au, okay, der kann auch wehtun. Er, 1, 2, 3 und... Manno, 4. Möchte? Nein, 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 du greifst nichts an. Wie sie gleich weitergerannt ist, um das nächstbeste Tierchen anzugreifen. Und... Lebensgenesung, naja. Die Braten haben ja gerade so ein bisschen den Poppes gerettet, wollte ich nur mal erwähnt haben. Merken, die werde ich mir wohl immer wiederholen erstmal. Wahrscheinlich könnte ich die halt selber herstellen, wenn ich jetzt den Koch machen würde. Ich meine, ich habe ja schon ein bisschen Fleisch gesammelt und so, dann wäre es ja natürlich auch möglich, so einen Braten zu machen. Ja, 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 irgendwelche Schlangen. Ich wollte euch nicht bei eurem Abendschlaf, es ist ja bald morgen. Ich wollte euch nicht wecken, so früh schon. So, dann gehen wir das jetzt auch nochmal ab. Es wird halt jetzt langsam spannend, ne? Weil es ist ja so, dass diese Verdammnissteine scheinen ja wohl irgendwie von Lunaris herunterzufallen, so wie es aussieht. Und ich habe also erinnert ihr euch an den Menschenabdruck in der Nähe des Verdammnissteins, den wir gesehen haben? Erinnert ihr euch daran? Was gibt's denn bei dir eigentlich nochmal zu kaufen? Also das war das mit dem Werkzeug. Also mit den Werksachen vielmehr. Ja, alles klar. Erinnert ihr euch daran? Ich glaube, da ist jemand vom Himmel gefallen, der uns jetzt permanent versucht, irgendwelche, wie soll ich sagen, Hinweise und Tipps zu geben und der uns begleitet, wo immer wir hingehen, der ab und zu ein bisschen glitzert. Es scheint sich um Träume und Wünsche zu drehen. Ja, das kann ich nicht einsetzen. Aber das kann ich tragen. Und das kaufe ich jetzt deswegen auch einfach. Ja, ich kaufe das jetzt einfach. Ja. Einfach, weil ich es kann. Auch die Stulpen. Magische Verteidigung, wer braucht das schon? So geht unsere Hauptverteidigung wenigstens hoch. So. Wie sehe ich jetzt aus? Ja, alles gut. Hey, was du gehst, was? Oh mein Gott, sehen wir gut aus. Oh mein Gott, guck doch nur, wie gut wir aussehen. Wir sind jetzt ein richtiger Ritter. Wir sind zwar kein Paladin, ja, ja, so ein Ritter sind. Ah, Hilfe. Aber wir, wow, ich habe mal die Vierer-Kombo hingekriegt. Och, nicht schon wieder. Aber wir können ja auch als Söldner, wir sind ein ehemaliger Ritter, wir können ja auch da cool aussehen. Das ist recht schick gemacht, wir sehen echt cool aus. Was ist da drin? Gehärtete Klauen. Wo geht's eigentlich hier hin? Das sieht nach Lava aus. Rasierschnäbel, euch soll ich noch den Chaos machen. Furioses Federvieh abgeschlossen. Na, das ist doch perfekt gelaufen. Pilze. Pilze. Mehr Pilze. Ich glaube, die Sonne geht wirklich bald schon wieder auf. Was seid ihr für süße Dinger? Ihr seid bösartige Lavaraupen. Ihr seid nicht süß. Autsch. Nein, nicht auf mich. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich wieder Magieverteidigung gebrauchen, nicht wahr? Schneespitze Lavagrotte. Oh, ich erinnere mich an diesen Ort. Ich glaube, der war etwas heiß. Okay, ich würde sagen, den gucken wir uns aber beim nächsten Mal an. Wenn wir dann vielleicht auch wieder schreiend da rausrennen. Ich vermute, es wird auf schreiend rausrennen hinauslaufen. Und wir müssen uns noch um Flatterlings Aufträge kümmern. Allerdings haben wir auch noch einige Quests zu erledigen. Wir müssen in die westliche Grasebene und dann
ging es ja da schon um Puerto. Wir haben die Piraten gesehen. Also ich bin sehr gespannt, wo uns unsere Schritte jetzt als nächstes hinführen werden. Und würde sagen, danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, Bewerten, Teilen, Mitmachen. So viele von euch haben sich Fantasy Live zugelegt. Und ja, vielleicht können wir ja auch mal ein bisschen togethern dann. Weil das Spiel kann man ja auch zusammenspielen. Okay, Leute, macht's gut. Wir singen.